So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon Alpha Saphir Let's Play Parts mit mir, dem Regi. Und in der heutigen Episode fangen wir das letzte oder den letzten Teil des Seentrios, nämlich Azelf, auch bekannt zu Deutsch Tobutz. Ja, Tobutz kann man zwischen 21 Uhr und 3 Uhr 59 Ingame Time fangen. Wir haben jetzt also 21 Uhr 18, perfekte Voraussetzung, um einen Tobutz zu fangen. Natürlich braucht ihr mal wieder drei Pokémon mit der maximalen Zuneigung in eurem Team. Das sollte eigentlich der Fall sein, wenn ihr mit eurem Spielverlaufsteam da durchkommt. Und falls es halt nicht so ist, habt ihr Pech gehabt und ihr müsst irgendwie Sympathie sammeln bei euren Pokémon, indem ihr beispielsweise die Pokémon massieren lässt in Malvenfro City, indem ihr denen die Sanftblocke gibt, Dorokraft benutzt. Ja, es gibt da eigentlich ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man die Zuneigung ganz schnell und rasant steigern kann. Ja. Ich kriege halt immer wieder öfter mal gefragt, wie ich immer noch meine Pokémon resette nach Wesen und so. Darauf werde ich jetzt gleich nochmal zu sprechen kommen, falls es immer noch jemand interessiert. Wir begeben uns jetzt aber erstmal Richtung unerforschter Hülle. Und in der unerforschten Hülle wartet natürlich, wie gesagt, jetzt Tobutz auf uns. Ja, Tobutz. Ach, das ist so cool, Tobutz, wirklich. Von allen drei ist Tobutz mein absoluter Liebling. Bei dem Seentrio jedenfalls. So, Tobutz, du bist doch hier drin, oder? Reine Luft weht umher, sie lässt ein kraftvolles Gefühl in dir aufsteigen. Das ist Tobutz. Nämlich Tobutz ist nämlich die Kraft. So, wir saven jetzt natürlich das Spiel erstmal sicherheitshalber vorher ab. Kleiner Nischaden. War bis jetzt immer richtig gut. Und ein geheimnisvoller Ring schwebt in der Luft. Jo, was kommt da bloß für ein Pokémon heraus? Huhu, ich weiß es nicht. Richtig, es ist ein wunderschönes und süßes Tobutz. Ich mag Tobutz. Ja, es ist blau, es ist süß und es ist deutlich koraller als die anderen beiden Pokémon. Und ja, Tobutz ist das offensivste von allen dreien. Hält natürlich dementsprechend den Verteidigungswerten nicht so viel aus, aber ist jetzt auch nicht allzu schwach. Aber Tobutz ist halt eher so eine kleine Powerbombe, so ein richtiges kleines Kraftpaket, ja. Es kann unter anderem Feuersturm erlernen, es kann unter anderem Ränkeschmied erlernen, um seinen Spezialangriff mal eben zu verdoppeln. Und Ich werde euch das gleich mal zeigen, wenn ich Tobutz hoffentlich relativ problemlos fangen werde heute. Wir haben jetzt schon wieder im roten Bereich, das ist richtig gut. Und ja, es sieht nicht nur gut aus, aber es ist halt wirklich das offensivste von allen den Pokémon. Und ja, Tobutz ist jetzt auch von allen dreien, glaube ich, als einziger noch im Underused. Einfach weil es eben richtig gut ist. Es kann offensiv richtig große Löcher in die gegnerische Team schlagen. Es hat einen richtig großen Movepool, wie ich finde. Es hat halt Zugang zu Ränkeschmied. Es kann Tarnsteine auslegen, können die anderen beiden auch. Aber Tobutz macht es halt ziemlich gut, weil es auch noch verdammt schnell ist. Es kann dann gegnerische Pokémon noch mit Verhöhner verhöhnen. Warum ging das jetzt so einfach? Moment mal, wie später? Alter, ich nehme doch gerade erst seit 3 Minuten auf. Tobutz wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Was? Warum so schnell? Das will ich nicht. Tobutz war... Na egal. Man glaubt, dass Selfe, Wesprit, Tobutz alle aus demselben Ei kamen. Ei? Aber ihr seid doch legendäre Pokémon. Wie könnt ihr dann aus Eiern kommen? Das ergibt für mich irgendwie jetzt gerade keinen Sinn. So, Tobutz. Wir nennen dich natürlich Power. Ja, weil Tobutz ist halt die Power. Das werde ich euch gleich auch mal, wie gesagt, zeigen. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal zu sprechen kommen, wie ich meine Pokémon resette. Aber... anscheinend muss ich das wieder für den nächsten Part verschieben. Ja, ist aber in Ordnung. Haben wir halt mal jetzt wieder so einen kleinen chilligen Part. Muss ja auch mal sein. Ja, und Tobutz hat halt, ich kann noch mal ein bisschen erzählen, Zugang zu den Ränkeschmied-Angriff. Es hat einen ganz großen Movepool. Es kann Feuersturm erlernen, Energieball, glaube ich, kann es sogar auch. Und es kann sowas wie Finsteraura dazu, Explosion kann es erlernen. Und bei den Offensivwerten, die es hat, ist das sogar ziemlich gut. Und es ist verdammt schnell. Tobutz ist, glaube ich... oder kommt maximal auf 350 Speed. Das ist ziemlich gut auf Level 100. Also langsam ist es nicht. Das ist oberer Durchschnitt. Und mit den Offensivfähigkeiten, die es hat, ist das schon ein ziemlich starkes Pokémon. So, da haben wir es jetzt mal, ne? Pfiffiges Wesen. Boah, ist das beschissen. Aber wir sehen schon 130 Spezialangriff, trotzdem Minuswesen, 137 Angriff und 135 Initiative. Das ist ziemlich gut. Kann zudem, wie wir sehen, hier Ränkeschmied. Steigert den Spezialangriff stark. Stark steigen heißt verdoppeln. Das heißt, nach einem Mal Ränkeschmied hätte er zum Beispiel dieses Tobutz 260 Spezialangriff. Was ziemlich gut ist, wenn ihr mich fragt. Und es ist zudem halt von allen drei auch noch deutlich das schnellste. Ja.
hält natürlich defensiv nicht so viel aus, aber es ist halt ein offensives Pokémon. Das muss defensiv nicht viel aushalten und es sieht zudem ganz putzig und süß aus. Ja, mein Liebling von allen dreien. Egal, Leute, ich würde sagen, vielen lieben Dank für Zukunft. Wenn euch die Episode gefallen hat, gebt dem Video auch einen Daumen hoch. Das würde mich sehr, sehr freuen und supporten. Und wir sehen uns dann zu der nächsten Episode wieder. Ein paar legendäre Pokémon habe ich noch für euch. Welche das sein werden, wartet's mal ab. Und ich würde sagen, von daher, haut rein, macht's gut. Bleibt schön fruchtig. Bis bald und ciao, euer Regi.